So, an so einer Situation waren wir schon mal, weil Lars hat jetzt wieder den Löffel abgegeben und ist schlafen gegangen. Danke, Mann. Falls ihr auch so müde seid wie Lars, dann abonniert den Channel! Jetzt habt ihr das Kind zum Weinen gebracht, ihr Bösen hier! Schmeiß ihn nicht aus meiner! Ihr seht, wir sind gerade nicht entspannt. Oder bist du entspannt? Ja, ich bin super gespannt. Gespannt? Und deswegen müssen wir Lars nun heute wieder entspannen. Entspannen wir dich, mein kleiner Junge. Und zwar mit einem Entspannungsvideo. Heute geht es darum, falls du schneller entspannt wirst als ich, verlierst du. Ich schlaf 100%. Wir schauen uns nämlich jetzt das entspannendste Video auf ganz YouTube an. Bist du bereit? Okay, ich bin bereit, 3, 2, 1, los! Hey, das ist eine Litschi. Eine Litschi-Frucht. Aber schon nice, die zu schälen, weil die so glatt sind. Die geht so clean auf. Mega. Alter! Ach, so werden diese Stühle gemacht. Das Polsterplatz, ja. Aber wie schnell der das wird anders gemacht. Hä? Oh. Oh mein Gott, der macht jeden einzelnen Stein auf denn? die richtige Dings. Oh, das ist eine Aloe Vera. Oh mein Gott, das ist schon richtig entspannt, Mann. Oh, Junge. Übelst nice. Die sind schon richtig gesund. Boah. Alter, ich wusste nicht, dass diese Straßen so heftig schnell gebaut werden. Guck mal, der kommt hinterher schon Nachschub. Gar nichts, ja, Mann. Das nenne ich mal. Das ist jemand, der lebt der seine Arbeit. So. Ich glaube, der lebt die richtig. Hä? Ah, ich glaube, das ist so Betonkunst oder sowas. Meinst du? Ich denke schon, ja. Dadurch, das ist eine Waffel. Oder? Oh, was macht der? Schuhsohle oder sowas. Ja, Mann, der macht Schuhsohlen, glaube ich. Aber so. Aber so per Hand noch. Aber was macht der da rein? Warum macht Keine der da so Löcher rein? Und die macht so. Pelmeni. Ja, das sind einfach Pelmeni. Oh Mann, voll das schön. Ist, aber ich muss schon sagen, das ist sehr. Oh, das ist sehr entspannend. Was? Hä? Mann, das sieht voll unangenehm aus. Aber der liegt einfach auf einem Seil. Sieht voll unbequem aus. Aber das ist, glaube ich, wenn du das Chi erreicht hast. Ja. Oh. Hä, aber da kommt ja perfekt. Hä, das kommt immer. Aber was ich da jetzt interessant fand, da kam immer genau richtig Marmelade raus. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist. Sieht aus ein bisschen wie Kack. Yo, was? Ich liebe sowas. Alter, das ist mal ein Schrank zum Aufklappen. Sau cool, aber wo stellst du dir sowas hin? Ich habe auch keine Ahnung, wo man sowas hinstellt. Das ist so. Oh. Was macht der jetzt? Ah, der biegt das. Ja, der biegt das, gell? Aber ich glaube, wenn du so eine gute Form hast, dann geht das Biegen relativ leicht, glaube ich. Aber für was biegt der das, weiß ich nicht. Ich glaube, der macht. Ich glaube, der macht. Stell ein Auto dir mal vor, oder das schneidet so zu uns. Ah, der schneidet, glaube ich, so Leder oder Fell oder irgendwie sowas. Ich glaube, der schneidet das überrestliche Fell ab an den Seiten. Ah, damit es so clean ist an den Seiten, ja, gell? Kirschner plus 600. Das ist echt Kirschner plus 600. Oh, yo, ach, was? Der malt das? Ist da jemand drauf oder wird das drauf gemacht? Nee, das ist drauf ein Computer. Hä, was ist das? Oh, wie schön. Yo, der hat diesen Tüll auf diese Braut geschossen einfach. Nice. Oh. Sowas finde ich immer richtig nice. Das ist so richtig satisfying. Oh, das ist so entspannend. Das ist echt voll entspannend, gell? Das ist richtig gut. Ah, das ist so ein Video, wo die so zeigen, wie so ein perfekter Kreisverkehr läuft, so. Ist es nicht sogar in Indien, wo eine Stadt ist, die komplett ohne Straßenschilder funktioniert? Ich glaube schon. Alter, guck mal, was das für ein Lager ist. Was oh denkst du, wie viele Gott. Das sind? Alter, guck mal, 10. Wie viele der gleichzeitig trägt. Toilettenpapier? Nee. Nee, ich glaube, das ist Styropor. Und das ist für sie. Guck mal, wie viel der trägt. Oh, Junge. Ah, das ist so ein Zaunflechter. So werden diese Zäune gemacht. Diese Gartenzäune das, sind das. Aber kommt das von unten aus dem... Weiß ich nicht. Alter, machen die das mit Besen? Ja, anscheinend. Aber alle gleichzeitig Alter, einfach. Boah. Sau stark. Hey, aber schon gute Teamarbeit von denen. Und guck mal, auch diese Besen sind so voll dünn eigentlich. Ja. Oh, und das ist der Pelmeni Maker 3000 einfach. Wow. Hä, aber es ist voll schlau, das so zu machen. Das ist echt so. Was? Oh, das ist so ein Geheimtrick, falls du jemanden beim Badminton spielen so ein bisschen verarschen willst. Ah. Hä, was ist das? Das ist diesen Ball, den wir mal gemacht haben. Nein, Mann, das ist ein Kokosnussschäler. Eine Kokosnuss? Ey, aber wenn du da einen falschen Schritt machst, dann ist der Finger ab. Ah, da wird Stück für Stück. Oh, das ist Tapete. Das ist eine Tapete, ja. Oh mein Gott, das sieht ja. Ich wusste gar nicht, dass die so gemacht werden. Oh.
Was? Oh mein Gott. Wie clean. Alter, der macht das einfach so, gell? Junge. Wenn man sich die Haare abschneidet, das ist so heftig. Friseurtermin gespart. Ja, aber echt, ey. Ja, was ist das? Ach, das sind so Glühbirnen, die machen dann die Fassung oder so rein. Ja, fassungslos. Ich bin auch fassungslos. Als ob der das so perfekt gerade hinbekommt, Mann. Ich glaube, das ist so eine Kreissäge. Ja, aber der hat das ja perfekt ausgeschnitten. Alter, guck mal, wie viel Wasser da reinkommt. Richtiger deutscher Tourist. Oh mein Gott. Diesen Latschen. Ach, damit die gerade sitzen. Das sind so... Ja, damit die Kinder gerade sitzen. Nee, aber das waren ja gerade so, wie heißen die denn nochmal? Kleiderhaken. Ja, aber damit die halt so gerade aufrecht sitzen. Hast du schon mal einen Delfin im echten Leben gesehen, Mann? Ich glaube schon, ja, aber nie so richtig. Oh. Das ist, glaube ich, so ein Kletterpark, oder? Oh. Das würde ich gerne mal machen. Aber ungesichert nur, gell? Ja. Ich liebe es ungesichert. Wow, wow, wow. Ah, das ist so ein Spiel, was die da zusammen spielen. So, wer das Wasser so... Wer wird Millionär? Wer wird Millionär spielen? Nee, das ist, glaube ich, sogar so ein Paarspiel, was auch so aus China kommt, so, dass die sich besser kennenlernen. Das sind diese Steine, diese Dominosteine. Oder ist es nicht Mahjong oder sowas? Kann auch sein, ja. Ich weiß es nicht, wie das Spiel heißt. Ich weiß auch nicht, aber das sieht... Ich finde, wenn Maschinen so richtig gut arbeiten, das ist das Beste, was es überhaupt nur gibt, Mann. Also ich glaube, die machen so... Ja, die machen so Schraubenfassung. Ah, Schraubenfassung, so dass man das reindrehen kann dann später. Voll krass, was das auch für Geräte sind, die das machen können. Ja, aber das ergibt voll Sinn so, weißt du? Die bohren das einfach rein, drücken es zusammen. Ha, das ist voll das coole Spiel eigentlich. Da kann man so... Ist das Kindergarten? Ja, ne? Bestimmt. Ah, die wurde fast erwischt. Niemals. Alter, das ist geil. Das ist eine echt coole Idee, Mann. So Rollerblade-Schuhe. Stell dir mal vor, du fährst so bergab und auf einmal klappen die so ein. Ja, Mann. Das ist einfach so. Alter, diese Puppenköpfe müssen halt wirklich alle geflochten werden. Das ist übertrieben viel, ey, was man da machen muss. Ah, aber die schneidet dann am Ende einfach ab. Ja, klar. Voll die schöne Idee. Voll die schöne Puppe an sich, so. Die sieht voll gut aus. Schnell, Alter. Hä? Der fährt doch niemals so schnell, oder? Das ist doch vorgespult. Als ob der kann doch niemals so schnell fahren. Das ist eine Stickmaschine. Ja. Oh, Stickmaschinen sind auch richtig cool, Mann. Was ist das? Mülltüten oder Warnwesten? Was soll das sein? Ich glaube, das sind Warnwesten. Das sind Einkaufstüten. Das sind Hundekackertüten. Aber es können auch Hundekackertüten sein. Falls jemand von euch Chinesisch kann, kann er es uns gerne vorlesen. Als ob der dadurch nicht nass wird. Ja, aber durchs Wasser zu laufen, das ist so schlimm, boah, ey. Oh, was? Ich glaube, das sieht schwieriger aus, als es eigentlich ist. Ich glaube, das ist schwer. Denkst du? Ja, safe. Ich glaube, wenn man das einmal kann, dann versteht man. Ey, das ist Gold, ne? So Blattgold. Ja, so. Ist es nicht Katzengold so ein bisschen? Nee, ist Blattgold. Blattgold. Aber da musst du so ein feines Gefühl für haben, weil das reißt ja... Oh, das ist so... Oha. Das ist einfach so ein abgerissenes Blatt und der macht da einfach so Berge drauf. Ja, so chinesisches... Oh mein Gott, manche Leute sind so gut in solchen Sachen. Das ist gruselig, Mann. Alter, das sieht so... Jo, so... Was? Das ist eine Tür? Stell dir mal vor, das hättest du als Gaming-Zimmer Eingang. Ja, Mann. Oh, und dann würde so ein Roboter mit dir sprechen, so. Treten Sie ein. Robbie! Alter. Hier ist nochmal Hydro. Das ist Hydro-Dipping. Das habe ich mal mit Schuhen gemacht. Könnt ihr mal auf Instagram vorbeisehen. Da habe ich das mal gemacht gehabt. Ah, das ist so mit so einem Printer-Ding. Montag. Hey, du kannst es einfach mit der Hand printen. Und was ist, wenn du Dienstag aber am Donnerstag trägst? Dann bist du abartig. Ja. Oh, jo, jetzt vermischt sich das. Ja. Das macht das jetzt... Sieht voll krank aus irgendwie, so voll unecht. Aber jetzt sind es blau mit... Oh, jetzt ist einfach orange geworden. Oh, jetzt ist es runtergefallen. Oh, lecker. Das sieht voll nice aus irgendwie. Alter, ich liebe das dann, dass so viele verschiedene Farben hat, Mann. Oh, sowas habe ich mal live gesehen. Ist das nicht ist so ein Röhrenrad? Cool. Nee. Guck mal, der eine läuft da sogar oben drauf. Ja, der kann auch so drüber springen und sowas. Kennst. Alter, wenn du so ein Ding lösen kannst, ich glaube, dann bist du der Weltherrscher. Ah, guck mal. What? Der hat das nicht nur einfach gelöst, sondern der hat sein eigenes Muster gemacht. Das ist einfach so Teig, gell? Aber bestimmt wird es am Ende voll lecker schmecken. Alter, das ist ein guter Teig. Oh! Guck mal, wie der schwabbelt irgendwie, gell? Das ist richtig nice. Was? Oh, guck mal, wie der schwabbelt. Das ist, wenn du den richtig... Ich weiß gar nicht, wie man den so schwabbelig bekommt.
Das ist so ein Special-Teig, Mann. Und dann machen die da Öl drüber und dann wird das so mäßig frittiert. Ja, safe wird das. Ah, das wird sogar mit einem Deckel zugemacht. Mama mia! Nice. Leute, das war... Hat mir gut gefallen. Was würdest du sagen? Von Anfang warst du so ein bisschen gestresst. Und jetzt, wo du das gesehen hast, würdest du sagen... wir gehen schlafen. Ich glaube, ich träume von... Oh Mann, ich drücke jetzt den Abonnier-Button. Oh, ich habe gerade irgendwas geträumt, Alter, aber war richtig nice. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!